Im Video davor habe ich Ihnen erklärt, wie die Arithmetik funktioniert mit dem Zahlenstrahl, auf dem Zahlenstrahl, indem wir Pfeile bei der Addition aneinander ketten und dann von Fuß bis Spitze uns das Ergebnis betrachten. Bei der Subtraktion machen wir Kopf an Kopf und gucken dann von dem einen Fuß zum anderen Fuß. So können wir dann in den negativen Zahlenraum erweitern. Wir gucken uns gerade erstmal nur diesen Teil an, den positiven Zahlenraum. Und wenn wir annehmen, eigentlich geht das ja von der Idee her in die Unendlichkeit hinein. Wenn wir jetzt nur annehmen, wir würden diese Spitze biegen und hintenrum wie so ein Kreis kleben, dann kommt hier sowas bei raus. Habe ich Ihnen mal vorbereitet. Da habe ich meinen Zahlenstrahl von 0, 1, 2, 3, 4 und bis 15 geht er. Und jetzt werde ich ihn hier biegen. Und eine Büroklammer nutzen, um ihn hier zusammenzufügen. So, jetzt haben wir dieses Konstrukt hier. Jetzt können Sie interessanterweise die ganze Arithmetik, die wir jetzt gemacht haben, genauso fortführen. Wenn wir jetzt also zum Beispiel 3 rechnen, dann würden wir hier einzeichnen von 0 bis 3 den Pfeil plus 2. Dann würden wir den verschobenen Zweierpfeil hier und dann haben wir natürlich die 5. Jetzt passieren aber bei ganz großen Zahlen oder wenn wir eine Operation zu oft wiederholen, interessante Sachen. Nehmen wir mal 8 plus 8. Dann würden wir hier die 8 zeichnen, einzeichnen. Geht jetzt ein bisschen schwierig auf dieser gekrümmten Bahn bis 8. Und dann würden wir wieder 8 einzeichnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und erstaunlicherweise kommen wir jetzt wieder bei einer positiven Zahl aus, hier der 0. Das ist etwas Erstaunliches, das entsteht dadurch, dass die Arithmetik jetzt auf einem gebogenen Zahlenstrahl läuft. Das können Sie genauso tun, auch mit den negativen Zahlen, wenn Sie das jetzt erweitern. Wir nehmen also jetzt hier einen bestimmten Abschnitt des Zahlenstrahls, hier von 0 bis 7, dann würden wir hier von 0 bis, also von minus 1 bis minus 8 gehen. Warum das so ist, warum ich das so aufteile, kann man ein andermal gut besprechen. Das hat was mit dem Zweierzahlen, dem Binärzahlensystem, dem Zweierkomplement zu tun. Warum ich das hier so gewählt habe. Hier sehen Sie wieder von 1 bis 7. Und aufpassen, jetzt würde ich ja nach hier hinten rüber gehen. Da käme jetzt die minus 1. Ja, das ergibt sich sofort, wenn wir hier wieder das zusammenfügen, das Band. Die Klammer wird reingemacht. Jetzt haben Sie unser neues Band hier. 0, 1, 2 und natürlich geht hier minus 1, minus 2 und so weiter. Ich falte das mal gerade nochmal auf. Wenn Sie nämlich jetzt das sich anschauen und wir nehmen so ein Beispiel wie, nehmen wir 4 plus 5, 4 plus 5. Dann haben wir hier 4, also von der 0 ausgehend. Ist ein bisschen unglücklich hier, wir müssen uns jetzt darauf einigen, wo wir losgehen. Also von der 0 bis zur... Das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 4 und addieren jetzt 5 drauf. 1, 2, 3, 4, 5. Was kommt da raus? Eine minus 7 plötzlich. Und das hat wieder damit zu tun, dass wir keinen unendlichen Zahlenstrahl mehr haben, sondern diesen gebogenen Zahlenstrahl. Da kommt plötzlich etwas ganz Neues bei rum. Wenn wir addieren, können wir plötzlich negative Zahlen rausbekommen. Genauso können wir auch beim Subtrahieren plötzlich wieder nicht negative, sondern positive Zahlen rausbekommen. Und wie Sie auch hier so schön sehen, das Band ist gebogen und ich habe mal ein Video dazu gedreht, das heißt digitale Raumkrümmung. Da lasse ich etwas fliegen von links nach rechts auf dem Bildschirm. Das kommt nach irgendeiner Zeit wieder sozusagen über diesen Bogen geflogen nach vorne wieder ran. Und das ist ein schönes Thema in der Informatik, das Rechnen mit Ganzzahlen, wie zum Beispiel in Java mit Integers, die auch mit der Idee der Raumkrümmung, also der Zahlenstrahlkrümmung arbeiten.